Mach mal. Dieser Tag wird ruhmreich. Wehre dich oder stirb. Der Schmerz ist ein Geschenk. Ist furchtbar, dass wir uns da so eingekeilt haben, ne? Wir können uns nirgendwo hinterstellen und nichts. Hier halten wir die Stellung. Ja, ja, das ist so fies, Alter. Der kriegt so viel Heilung. 170 ist ein ganz schön Haufen Heilung, den er da... Wir kriegen jedes Mal 340 Heilung. Das ist schon ganz schön viel, wenn ich es mal so sagen darf. Wir hängen immer noch auf der Mühle. Hier verreckt ja auch keiner. Wehre den Feind ab. Ich zeichne dich mit seinen Worten. Verdientes Blut. Heute stirbst du. Schmerz ist Feuer. Wir sind extrem eingekeilt. Ich werde uns gleich mal ein bisschen aufkeilen. Und wir machen bei weitem nicht genügend Schaden, dass wir seine Heilung da abfangen können. Aber wir müssen uns mal ein bisschen aufarbeiten. Dafür machen wir ein bisschen zu wenig Schaden hier. Dankeschön. Jo, dann laufe ich mal ein vor, ne? Wir haben leider gar keine andere Wahl noch. Wir werden ihr Blut verdienen. Noch sind wir verkeilt. Brennt dein Fleisch. Mach's einfach, komm. Die wird bald weg sein und dann können wir durchlatschen. Ich zeichne dich mit seinen. Dann sind wir nicht mehr so verkeilt. Möge dein Blutding sein. Heute stirbst du. Ja, ja, kriegst du noch einen wieder. Wehre dich oder stirb. Gute ist, wir können gleich unseren alles Angreifschlag machen. Der muss nur ein bisschen aufpassen. Der steht auch nur rum. Spür den Biss meiner Klinge. So. Jetzt haben wir, jetzt sind wir doch frei. Freiheit! Jetzt können wir uns aussuchen, wen wir gehen aber auf ihn. Freiheit! Hörst du die Stimmen? Ja, kurz ein Loch da machen. Ist ein Gefängnis. Wir sind viele. Wir handeln wie einer. Decidus Heulentod. Ich kapituliere niemals. Oder das jetzt intelligenter, dass du das da so reingestellt hast? In der Offensive. Ich glaube nicht. Aber ist ja egal. Ich hätte nicht viel meine Intelligenz bezahlt. Stark und geschützt. Und das kriegst du auch mal. Da kannst du schön durchheilen. Und du. Boom. Einmal. Und eventuell tot. Nö, lebt noch. Dein Fleisch ist so zart. Hast du Glück gehabt. Was, die da hinten wird geheilt? Na ja, gut, von mir aus. Macht nichts, hat kaum Schaden gemacht. Genau, jetzt stehen wir hier. Wir dürfen den jetzt hier erst angreifen. Häng. Darf ich meinen großen bösen Schlag machen? Ja, danke. Großer böser Schlag. Mit Blut und Feuer und Brennen und all so einen ganzen Hibbelhabbel.
Die Zwillingsmonde, rot und blau. Wir Weg. Sind die Sehr Mond. Schön. So, jetzt. Das war's? Da lebten doch noch welche. Warum lassen die das aber zu? Warum muss immer welche überleben? Die waren doch welche noch am Leben. Ich hätte die tot gemacht, okay? Es hat ein bisschen gedauert, aber trotzdem. Man hört das Scheppern von Kettenhemden inmitten der sterbenden Bäume, als die letzte heilige Hand fällt. Das war knapp. Was hältst du davon, wenn wir diese Leichen zu Eama bringen? Das haben sie sich redlich verdient, weil sie kein Bild von mir dabei hatten. Das pisst ihn an, ne? Das pisst ihn, das merkst du. Das pisst ihn an. Okay, das sind die Elfen. Das sind Leichnam so und das ist ein Zombie. Inmitten der Haufen ausgetrockneter staubiger Überreste findet sich ein einziger frische findet sich einige frische Proben mit mehr Fleisch. Diese Leichen, die Wunden sind frisch und kaum faulig. Ermordet? Kriegsverletzung, vielleicht von der Front. Hilf mir mal. Deswegen mussten wir auch nicht kämpfen. Das meinte sie damit, wir müssen nicht unbedingt, oder das meinte er damit, wir müssen nicht unbedingt kämpfen. Auch wenn es jeder verdient hat zu sterben. Weil wir hatten ja schon mal die vom alten Mann gesehen, die Leiche und... Naja, aber es sind ja nur Leichen, ne? Wir haben ja keine Knochen gefunden, weil wir haben ja immer noch unseren Knochi da. Du kehrst zu Eama zurück, der magische Zeichen in die Erde zu seinen Füßen kratzt. Spüre die Erde. Sie will nichts mehr, als mit dem Willen ihrer rechtmäßigen Göttin genährt zu werden. Du brauchst nur Fleisch. Und im Gegenzug machen Mortis und ihre Anhänger alles, was du willst. Aber zuerst das Opfer. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich habe das Fleisch für den Thron schon gesammelt. Ein irres Grinsen zieht sich über Eamas Gesicht. Du gibst dir aber viel Mühe für jemanden, dem meine Freundschaft egal ist. Und dir fällt Oris nervöser Blick auf, bevor Eama weiterspricht. Nun dann, junge Unholdin, präsentiere dies, das letzte Opfer auf dem Korsalthron. Lass uns ein neues Zeitalter für die Wiedererweckten einläuten. Eama beginnt einen unbekannten Gesang zu brüllen. Dunkler Rauch steigt ihm aus den Lippen, während er spricht. Die Beschwörung hat begonnen. Was kriegen wir? Ich gucke erstmal kurz, was wir kriegen. Untote plus 20. Ach, Untote lieben uns einfach. Du packst die fauligen Überreste auf das gewaltige Fleischgebilde, während Eamas Zauberformel hinter dir lauter wird. Das Fleisch beginnt zu kochen. Nicht nur das, es windet sich, es zuckt. Es scheint fast, als würde der Thron lebendig werden. Ich verlange echt selten was, aber ich glaube, es wäre klug, die Biege zu machen. Gehen wir mal näher ran. Ich dachte schon, du fragst nie. Du entfernst dich von dem Gebilde. Aus seinen Tiefen gellt ein nasser, schmerzerfüllter Schrei. War das Mortis? Gerade als dir die Frage durch den Kopf geht, fährt ein Blitz auf das Gewölbe herab und du und Ori weichen zurück. Sogar Eama wird zu Boden geworfen. Avi, das... Eama eilt näher, während du nach oben schaust und eine dunkle Gestalt aus den Wolken über euch steigen siehst. Der Verlorene. Der Streiter des Rats der Sechs. Elender Eama, ihr wagt es in mein Reich einzudringen? Du hast da was im Auge. Euer Reich? Ich kann das erklären. Und wie kommt es, dass das Kind des Eisens und des Himmels euch begleitet? Eama schaut dich mit einem Blick an, der irgendwo zwischen nervös und aufgeregt liegt. Wir sind Freunde. Mag mich jemand aufklären, was genau hier vor sich geht? Da ich eure Eltern kannte und liebte, lasse ich es zu. Stellt eure Fragen. Was ist das für ein Thron? Wer bist du? Wo ist Mortis? Verratet mir, wozu genau dieser Thron dient. Der Korsalthron ist ein Binderitual aus der Zeit von Hoilintod. Dieses Ritual ist mächtig genug, selbst einen Gott einzusperren. Das kann ich nicht zulassen. Ich hab genug gehört. Eama sagte, dass Mortis Macht schwindet und wir die Untoten mit seinem Thron befreien können.
Sie verdienen Freiheit und keine Knechtschaft. So wie ihre unheilige Mutter, die ihnen ein zweites Leben ermöglichte, ihre Unterwürfigkeit verdient. Verurteilt nicht, was ihr nicht versteht. Wenn es nach Iyama geht, ist das hier sein Reich. Damit seid ihr wohl der Eindringling. Die Wälder der Verlorenen gehören mir. Ich bin der ewige Streiter des Rats der Sechs. Wir sind die alten Erben von Mortis Willen. Wir verbreiten ihre Macht im ganzen Land. Iyama ist eine Plage. Mortis Macht schwindet. Iyama hat es zugegeben und offensichtlich stimmt etwas in Graulaub nicht. Die Horden sind verstreut, unorganisiert und isoliert. Diese Länder unterstehen meiner Herrschaft. Stellt ihr das in Frage? Das reicht. Wir kamen her, um ein Bündnis zwischen eurem Volk und meinem zu ersuchen. Stattdessen helft ihr diesem unverschämten Hund. Allerdings habt ihr die Eindringlinge in Graulaub getötet, während ich von Eamas Illusionen geblendet war. Dafür gebührt euch der Dank des Rats. Ich werde Gnade zeigen und euch schmerzlos töten. Hände ans Eisen! Wir sterben heute nicht! Weg hier! Ori, das Ding können wir niemals besiegen. Lauft! Endlich. Du springst auf dein Pferd und galoppierst weg, begleitet vom matschigen Geräusche von Hufen, die auf verfaultem Fleisch laufen. Dann verstummt das Matschen. Du blickst hinunter und siehst, dass du von unbekannter Magie in die Luft gehoben wirst. Ein Mitglied deiner Gruppe stürzt zu Boden, tot. Dann fühlst du, wie du selbst fällst. Du streckst die Hand nach Orion aus, der noch über dir schwebt. Das Letzte, was du siehst, ist, wie er verzweifelt nach deiner Hand greift. Dann nichts mehr. Du wachst im Reich zwischen den Reichen auf. Du erinnerst dich daran, dass dir deine Mutter von solchen Orten erzählt hat, an die der Körper nicht reisen und von denen der Geist nicht entkommen kann. Hallo? Ist da wer? Aus der sich windenden Dunkelheit steigt Aemar. Du bist hier. Wo ist Orion? Tot, nehme ich an. Aber das sind wir auch. Wir kämpften. Der Verlorene stieg herab. Keine Ahnung, was dann passiert ist. Weil es nach unserem Tod passiert ist. Der Rat hat unsere Seelen vermutlich zur Bestrafung hier eingesperrt, statt uns wieder zu erwecken. Wo sind wir hier? Die Halle der Seelen. Ein Gefängnis für jene, die sich gegen Mortis stellen. Genauer gesagt ist das hier einer der vielen Ziegel der großen Halle. Jeder Ziegel der Halle ist eine eigene Gefängniswelt. Ein hohles Gebilde voller leidender Seelen. Wir müssen uns irgendwie die Freiheit verdienen können. Niemand, der in die Steine der Halle der Seelen eingesperrt wurde, hat es je wieder herausgeschafft. Eine ewige Folter. Wir sollten es uns hier gemütlich machen und lernen, mit existenziellen Qualen umzugehen. Mit deinem Gesicht. Solange ich den Willen habe zu kämpfen, kämpfe ich auch. Kommst du mit? Wir können noch den Rest der Ewigkeit schmollen. Das kann warten. Gut. Suchen wir Orion. Gefährte, oh Gott, die will ich gar nicht dabei haben. Aemar folgt stets seiner Machtgier. Zunächst wandte er sich an den Hohen Vater, war aber unzufrieden. Also wandte sich sein verdrehter Geist an die entfesselte Stärke von Mortis. Die schreckliche Magie, die sie ihm schenkte, nahm ihm im Gegenzug den Verstand. Doch selbst jetzt ist er ein Machtgieriger, noch nicht befriedigt. Sein Machtgier, meine Güte. Okay, ja. Hi. Ihr seid ja noch ganz frisch. Eure Seelen tragen noch den süßen Duft des Lebens mit sich. Niemand stellt sich der Vergeltung des Verlorenen, ohne dabei äußerst tot zu werden. Im Gegensatz zu Nekromanten lügen Gerüche nicht. Eure Seelen sind hier, aber eure Körper halten am Leben fest. Ganz gewiss. Also sind wir nicht tot? Hilf uns von hier zu fliehen. Du bist ein großer Du bist ein großer böser Wolf. Du trittst zwischen Aemar und das Monster. Ihr habt wirklich ein sehr sensibles Näschen.
Seid ihr insgesamt so? So wie? Sensibel. Die Bestie knurrt voller Unbehagen, aber ihr Blick wird weicher. Du siehst ihr an, wie sehr sie sich nach einer Berührung sehnt. Hilf uns, dann helfen wir dir. Finden wir es doch heraus! Es ist eine Ewigkeit, um einen Ausweg zu finden. Was sind da schon ein paar Minuten? Die Bestie ist erstaunlich zart, als sie ihre Nase über deinen Körper wandern lässt und jede Kurve deines Körpers einatmet. Warum zum Teufel können wir das die ganze Zeit? Was stimmt mit den Entwicklern nicht? Und warum mache ich das auch immer? Ich rieche euch, eure Vergangenheit, euer Leid, eure Hoffnungen für Ilian. So hört mein Volk zu, durch Inhalation. Es ihm gleich tun, ihn beißen. Es ihm gleich tun. Du erwiderst ihm den Gefallen und atmest seinen herben Geruch ein, durch den du seine Erinnerung riechst. Er ist gejagt, alleine. Er hat Angst. Jäger näherten sich ihm. Er sucht nach seiner Mutter. Er kommt zu spät. Das Licht der Monde scheint herab auf ihre Leiche. Es bleibt keine Zeit zu trauern. Seine Seele steigt aus seinem Körper und er wacht hier auf, fernab seines Rudels, alleine. Jahrhunderte der Trauer verblassen langsam in seinen Augenblick. Gleichermaßen Lust und Zurückhaltung und das jetzt süße Befreiung. Erst danach läuft ihm eine Träne das Tiergesicht hinunter. Ihr habt mir zugehört und verstanden, wie ich wirklich bin. Und ihr habt mich gehört. Ihr wisst, dass ich nicht bleiben kann. Falls es einen Weg hier raus gibt, helft mir, ihn zu finden. Bitte. Die Hoffnung auf meine Freiheit habe ich längst verloren. Aber eure, solange sich eure Körper am Leben festhalten, können wir sie vielleicht mit euren Seelen wieder vereinen. Die Zeit rennt. Ich danke euch. Oh, wir haben eine neue Einheit bekommen. Oh, wir haben einen Wolf dazu bekommen. Ein Werwolf-Psycho-Ding, der an uns schnüffelt und wir an ihn schnüffeln und dadurch irgendwie schon ein bisschen seine bittere, traurige Vergangenheit erfahren. Das ist irgendwie ist das voll bitter. Seine Mutter tot, getrennt vom Rudel und er hängt hier. Es ist irgendwie doch ein bisschen Sünde. Ja. Wir sind hier drei Leute. Ihr seid drei Leute. Wir sind Level 17. Wir sind viel besser und ihr seid doof. Ihr seid doof. Naja, nein. Geblendet ist doof. Angriff! Ich greife mal gleich an. Oh. So macht keinen Spaß. So steche ich einfach nur so ab. Meine Fresse ist schon gleich tot. Angriff! Den Wolf kann man ja auch in Wirklichkeit haben. So, den Psycho-Nekro. Was hat er denn? Knochenstachel, spießt ein, Reichweite. Knochensturm. Wir müssen mal einen Schritt gehen. Du wirst mir noch dienen. Er sagt das doch so nicht. Dann können wir hier nämlich einmal Tornado. Tote erheben, da sind sie wieder. Achso, das bleibt das Feld jetzt? Okay. Tut mir das Feld auch weh? Ist ja eigentlich mein zartes Zauberfeld, ne? Woanders hin. Es ist aber. Wir machen keinen Schaden auf den. Wir hätten dieses Knochensturm-Ding da nie machen sollen. Ich kann ihn auch gar nicht angreifen. Ich kann eigentlich gar nichts mit dem machen. Gar nichts mit denen machen, okay? Der Tod ist nah. Knochen sind zum Zermalmen da. Ach, der gehört jetzt mir. Ach, deswegen. Das ist mein. Ach so. Das ist Mena. Oh, komm mal her, mein kleiner Freund. Ach so.
Weil wir die jetzt getötet haben? Oder, nee, wegen Knochensturm wird es ja nicht gewesen sein. Der ist ja gleich tot. Macht uns Schaden und es verwirrt uns tatsächlich. Okay. Das heilt uns auch ein bisschen, wenn wir treffen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Das war geraten. Ich gehe schon. Da komme ich mir klar, dass wir da drinnen stehen. Was für Dinger? Oh cool, weg. Also auch noch so, wir können es auch noch theoretisch abhaken. Kommt er jetzt wieder? Wer hat denn, oder hat er die passive Fähigkeit, dass die dann wiederkommen? Das wäre verdammt gut. Das wäre verdammt gut, wenn er die passive... Er hat die passive Fähigkeit, ja. Toten Rang 1 und 2 Einheiten, die von Aimar besiegt werden, erstehen als Gespenster mit 75% Leben wieder auf. Rang 3 und 4 Einheiten entstehen als Todesfeen mit 75% Leben wieder auf. So besiegte Gegner gehen nicht auf den Friedhof. Ach. Muss ich nachher... Achso, ich kann ihn gar nichts geben. Naja, der gehört ja auch noch nicht zu uns. Also wenn er sie tötet, kriegen wir Einheiten. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir müssen immer noch hier rausfinden. Ist auf jeden Fall Arbeit hier, ne? So ist es ja nicht, aber wir wollen trotzdem da mal hingucken. Du wirst mir noch dienen. Los geht's. Ich gehe mal einen Schritt zurück kurz. Das wird ein Spaß. Knochen sind zum Zermalmen. Zweite Reihe Panikattacke. Ah, Panik! Sind aber tatsächlich nur drei Leute, die da vorne sind. Dann können wir die Felder einfach so machen und sie müssen... Das ist gut, das ist eigentlich ganz cool. Das ist eine ganz nice Fähigkeit. Scheiße, Mann, die Begleiter sind alle verdammt gut. Körperlicher Schaden verspottet. Oh, kannst du eigentlich machen. Ja, Mann. Noch einmal. Knochen sind zum Zermalmen da. Lass ihn mal so ein bisschen angreifen. Panik! Körperlos. Was auch immer körperlos heißt. Haha. Aua. Körperlos heißt, wir können dich treffen oder was? Du wirst mir noch dienen. Tod wiedergeboren. Holen wir uns auch noch einen, wa? Kriegen wir auch noch einen Geist von. Da kriegen wir dann ja auch noch, oder? Nee, ich bin verwirrt. Ach nee, der ist ja wieder auferstanden, weil die ja immer wieder auferstehen. Stimmt, die stehen ja immer wieder auf. Müssen ein bisschen gucken, dass wir gleich mal auf Heilung gehen, wa? Für sie.
Gut, dass die Verwirrung da nicht getroffen hat. Das ist ganz gut. Ist doch doof, dass die immer wieder aufstehen, ne?